Mein Name ist Gabriel, ich bin 22 Jahre alt, wohne in Stuttgart, mache mein FSJ bei einem Verein, der heißt Deutsche Jugend aus Russland. Der Verein Deutsche Jugend aus Russland beschäftigt sich mit Jugendlichen verschiedener Herkunft, ist in den 90er Jahren entstanden und ist entstanden dadurch, dass viele Russen nach Deutschland gekommen sind in dieser Zeit, die sich dann nicht so gut integrieren konnten in Deutschland oder nicht den Anschluss gefunden haben. Ein FSJ mache ich aus dem Grund, da ich schon seit längeren Jahren in die Schule gegangen bin. Das heißt so viel wie, ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht zuerst, dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und danach habe ich noch mein Abitur dazu gemacht. Dadurch habe ich sehr viele Jahre in der Schule verbracht und hatte keine Lust mehr zu lernen. Ich wollte arbeiten, mal die andere Seite des Lebens kennenlernen. Nicht jedes Mal vor den Büchern zu sitzen, sondern auch mal mit Menschen arbeiten, mal dieses Kennenlernen von 40-Stunden-Woche sozusagen, um danach auch herauszufinden, ob das überhaupt mein Fall ist. Meine Aufgabe in dem Verein ist, Jugendliche zu betreuen. Diese Jugendliche kommen hierher. Ich helfe diesen Jugendlichen beim Bewerbungsschreiben zum Beispiel, bei der Berufsauswahl oder seine Sprachkenntnisse oder an seinen Sprachkenntnissen zu feilen einfach. Ebenfalls gehört zu meinen Aufgaben die Organisation von Multiplikatoren-Schulungen oder Seminaren. Dazu tue ich die Leute anrufen, sie einladen und einfach mit ihnen besprechen, was an diesen Seminaren passieren wird. Wir haben auch viele Jugendliche, die einen kriminellen Hintergrund haben. Das heißt, so viel wie diese Jugendliche sind ein bisschen manchmal stur, manchmal ein bisschen aufgeregt. Das heißt, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, auch manchmal an die Hand nehmen und sagen, hey, erledige deine Aufgaben. Ebenfalls braucht man Teamfähigkeit, da man nie alleine arbeitet. Man arbeitet immer mit anderen Personen zusammen, das heißt so viel wie mit manchmal mehreren Jugendlichen oder mit anderen Mitarbeitern. Ebenfalls muss man Zuverlässigkeit mitbringen, denn Zuverlässigkeit ist sehr wichtig. Das heißt so viel wie der Chef muss sich auf dich verlassen können, dass du pünktlich da bist, dass du deine Sachen erledigt hast und dass einfach, wenn er dir eine Aufgabe gibt, dass die bei ihm auf dem Schreibtisch liegt, sobald der Zeitpunkt gekommen ist, dass sie fertig sein sollen. Ich kümmere mich um Jugendliche aus dem Grund, da ich selber aus einem schweren Umfeld komme und ich möchte einfach nur, dass die Jungs ihr Leben auf die Reihe kriegen, da viele von diesen Jungs auch sehr, sehr schlau sind, in der Schule eigentlich sehr gute Noten schreiben, aber einfach den Weg nicht finden, mit der Schule zu arbeiten, sondern einfach auf die Straße gehen und lieber dort ihr Leben leben, anstatt aus ihrem Leben etwas zu machen, was sie eigentlich erreichen könnten einfach.